Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd mit mir, dem Julian von Julian Entertainment. Und ich hoffe, dass mit dem Ton in dieser Folge jetzt wieder alles klappt, denn das war ja echt scheiße in der letzten Folge, einfach nur, kann man so sagen. Denn, ja, man hat eben irgendwie den Spiel schon überhaupt nicht gehört, weil ich viel zu laut war. Das war ein bisschen doof. Jetzt ist auch mein Kopfhörer sehr laut, aber, also der Spielton, aber mal gucken. Wir werden hier ein bisschen weitergehen, ein paar Trainer besiegen und so weiter. Und erst dann, wenn wir ein bisschen trainiert sind, wieder zur Arena zurückgehen. Das machen wir einfach mal so, denn das steht uns ja frei. So, Zoompex ist fast Level 40. Das gefällt mir richtig gut. Wir versuchen es mal mit Stärke. Ja, jeder zieht 6 ab und das war aber nicht so häufig, deswegen ging das noch. So, das war's mit Kecleon. So, ein Kamaup geht ja nahe in Richtung Level 33 und dann wird's zu Kamerupt und damit hätten wir ein weiteres voll entwickeltes Pokémon bei uns. Wir werden mal Surfer nehmen. So, das ist nämlich gegen Vipitis, glaube ich, ganz gut. Und wir sind Level 40 mit Zoompex. Und ich bin sehr froh. 140 KP fast. 109 Angriff. Also das ist wirklich sehr gut. Und Kamaup müsste auch, wie gesagt, auf dem Weg zum neuen Level sein. Zweimal jetzt 500 Punkte oder sowas. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Schönheit Germaine. Keine Ahnung, wie, was das für ein Name sein soll. Ich euch jetzt auch nicht sagen. Oh, Kamaup ist schon Level 32 und kann eigentlich nur kurz vor Level 33 sein. Kann man das hier sehen? Nächstes Level in 490 Punkten. Sehr nice. Das heißt, es ist nicht mehr so lange hin. Wir werden jetzt mal Top Aether dürfte Surfer mal wieder auffüllen. Surfer. Und wir werden einen Supertrank nehmen und den noch Zoompex verabreichen. Womit er wieder volle KP hätte. Huch. Ich wusste gar nicht, dass hier noch storymäßig weitergeht. Ich dachte, ich müsste erst. Ach, ich glaube, da oben ist die Safari-Zone, kann das sein? Ab jetzt finde ich mich, glaube ich, nicht mehr zurecht. Das ist schon ein bisschen zu lang her hier alles. Okay, wir sind jetzt hier fast bei Route 122. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Okay, das ist gar kein Trainer. Bin überrascht. Zink! So, Pokémon sehen ganz gut aus. Krakedo als zweites. Das heißt, wir wagen uns an diesen nächsten Doppelkampf. Oh. Ein wildes Mirapla. Werde jetzt keine KP oder AP für verschwenden. Deswegen lasse ich das sein. Pandir und Letaking. Oh nein, kein Letaking, bitte. Oh oh, das wird ein starker bzw. ein schwieriger Kampf. Wir versuchen Surfer und wir versuchen Aufruhr bzw. Stampfer auf Letaking. Hm, mal gucken. Nicht mal die Hälfte. Ich glaube, da hole ich gleich mein Hariyama raus, wenn das jetzt nicht klappt. Ja, Zoompex macht nochmal Surfer und hier werde ich mal wechseln, einfach mal auf Hariyama. Denn das Hariyama macht das Letaking ziemlich schnell fertig, denke ich mal. Mit Pandir dürfte es das jetzt gewesen sein, genau. Nice, Volltreffer. Habe ich Glück gehabt. Zoompex 90, Krakelo 90, Hariyama 90 und Kamaup 273. Hariyama Level 29, auch sehr gut. Abschlag. Ja, gucken wir mal. Das Unlicht, Stärke 20, schlägt Gegner ein Item weg, vereitelt so den Gebrauch. Ja, ich, ganz ehrlich, Tackle ist eine Attacke, die brauche ich nicht. Deswegen werde ich das jetzt einfach erstmal erlernen. Denn, ja.
Neue Attacken sind immer gut. So, und damit ist Kamaup Level 33 und entwickelt sich jetzt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe mich bei Sumpex ja auch schon vertan. Senior und Junior. Ute und Eva. Tatsächlich. So, wir haben einen Kamerupt. Was einfach nur ein geiles Pokémon, eine Steinhagel. Aber klar doch, ich denke mal, da kann man irgendwas vergessen. Intensität, Glut. Und Hitzekoller, Bodycheck. Oh, nee. Ach, scheiße. Wobei Bodycheck. Ja, Sumpex hat auch Bodycheck und das schädigt mich auch selbst, deswegen werde ich jetzt Steinhagel erlernen. Sehr gut. Dieser Team müsste eigentlich die Safari-Zone sein, wenn ich mich total irre. Machen wir später. Machen wir auf jeden Fall später. So, ein weiterer Doppelkampf. Ich würde sagen, ja doch, Sumpex und Krakelo machen wir weiterhin. Wie gesagt, Baumhausen City hat Zeit, solange wir ein bisschen trainieren können. Oh, zwei Pokémon-Züchter. Oh Gott, sechs Pokémon. Makuhita und Fifien. Dürfen wir alles soweit schaffen. Erstmal werde ich euch mit Wasser überrollen. Was eigentlich schon reichen dürfte, um euch zu killen. Jupp. Ach ja, das kann ich Kamerupt jetzt eigentlich wieder abnehmen und irgendein anderes Pokémon trainieren, weil... Oh! Tropius, sehr cool. Und Knilz. Oh, Knilz ist überhaupt nicht cool. Hoffen wir, dass das jetzt Knilz trifft. Ah, es trifft grundsätzlich das falsche Pokémon. Das ist echt so Hammer. Ja, gegen Tropius war es eigentlich klar, dass es nicht wirklich viel bringt. Und auch gegen Knilz nicht. Lockduft. Fluchtwert sinkt, okay. Nein! Oh. Sehr uncool. Wirklich sehr uncool. Bitte sehr, kriegt er eben Kamerupt jetzt. Und du machst Stampfer auf das Knilz. Boah, wie man einfach nur die Höcker sieht, ey. Fast. Boah, Glück gehabt. Das war nix. Knilz schreckt zurück. Das ist sehr gut. So, jetzt werden wir mal Hitzekoller. Naja, Hitzekoller geht leider nur auf ein Pokémon. Aber es ist eigentlich wäre leider egal, weil Glut reicht ja hierfür und Stampfer reicht hierfür. Zack. Fritzeblitz. Boah, Tropius sieht echt so Hammer aus als Pokémon, ne? Wingull. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, Steinhagel ist Typ Gestein und nicht Boden, deswegen schadet Wingull eigentlich auch. Und da machen wir mal Stampfer auf das Wingull. So, Wingulls Attacke geht schon mal neben, das finde ich gut. Wow, das war gut. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir Steinhagel gelernt haben, denn hätten wir die verpasst, das wäre, glaube ich, dumm gewesen. Radmilla? Heißt die Radmilla?
Wollt ihr mich total verarschen? Es gibt echt... Man hört bei Pokémon echt so viele Namen, die hat man vorher noch nie gehört. Das ist echt krass. Ach Gottchen. So, mal ein bisschen... Kamerup reicht das erstmal. So, was haben wir denn noch an Pokémon da? Krakelo will ich selbst kämpfen lassen, deswegen weiß ich jetzt nicht, welchem Pokémon ich das Item geben soll. Also dieses Dingens. Was gibt's denn in der Safari-Zone so Interessantes? Aber das mache ich später. Heimke. Während er klettert, sprechen wir. Das ist ja hochinteressant. So was von hochinteressant. Es ist quasi unfassbar. Könnte ich mir eigentlich auch holen und ein Level entwickeln, dann ist es Magnane. Aber Magnane ist irgendwie jetzt auch nicht so das Wahre. So, hier ist nix. Ach Mist, jetzt muss ich für das Item wieder da unten rum, ey. Du hast viel Vertrauen in dein Können, ja, das ist ja super schön für dich. Oh Gott, was ist das denn, ey? Gentleman Abraham, Voltenso. Tja, da hast du so ein bisschen Pech gehabt, denn dieses Pokémon werde ich schön fertig machen. Hm, geht daneben. Ich habe viel Vertrauen in meine Pokémon, sagt er. Hauptsache, er hat nur eins. Sehr souverän. Dann werde ich vielleicht erstmal einfach... Ja, trag mich bitte zur Erinnerung ins Pokénav ein. Da freue ich mich quasi unglaublich. Ach, komm. Werde ich ihm das Item erstmal wieder abnehmen. Da ich keine Ahnung habe, was da ist, hole ich es mir. Du Flor. Sehr aufregend. Carbon. Carbon. Beutel. Einfach mal Schutz. Und dann werde ich das Pokémon wechseln. Ich werde nämlich nicht mehr mit Jumpex das erste Pokémon kämpfen, sondern mit Krakelo. Denn wie gesagt, ich will unbedingt Krabums haben. Und zwar nicht erst in 5 Jahren, sondern möglichst, ja, vorher. Oh Gott, das wäre so eine mit so roten Augen. Wie sieht die nochmal aus? Also beziehungsweise, was ist das nochmal für eine Trainerin? Ach Gott, so eine. Pikachu. Ja, mein Krakelo ist ein Level darunter, aber ich denke mal... Doppelteam. Ja, Pikachu, so das mit Abstand bekannteste Pokémon in der Pokémon-Welt, ja. Eine Sinelbeere, ja komm, das bringt ja auch nichts. Slam geht daneben. Pokéfan Vanessa. Haha, Glück gehabt. Und, oh nee, schon wieder den Doppelkampf verpasst. Ihr merkt schon, ich mag gerne Doppelkämpfe, ne? Natürlich auch wegen Surfer. Die alle mit ihren Voltensos. Erstmal draufstampfen. Er paralysiert mich. Tja, das hast du jetzt davon, ne? Keine Wirkung auf Sumpex. Sehr gut.
Ruckzucki Volltreffer. Na dann. Tschüss. Und Krakelo ist Level 30, das ist sehr gut. Plus 3 KP, plus 2 Angriff, plus 2 Spezialangriff. Tengulist. Ach, das ist der. Den werden wir in der Top 4 auch noch haben, glaube ich, wenn ich mich nicht total irre. So, jetzt wurde ich zwar vom Rückstoß getroffen, aber das war mir jetzt zu gefährlich, weil ich so die Vermutung habe, dass es eventuell ein Pflanzen-Pokémon sein könnte. Keine Ahnung. Könnte zumindest sein. So, wir haben es noch geschafft, rechtzeitig hier reinzugehen. Wir brauchen einen Para-Heiler. Für Krakelo. So. Ich liebe es, mich irgendwie neben den Trainer zu stellen, dann zu warten, bis er sich umdreht einfach. Und dann so sagt, hey, Duell. Beziehungsweise eine Trainerin. Krakelo, na sowas. Ein Level unter meinem. Und Krakelo schreckt zurück. Boah, da habe ich jetzt aber... Das war jetzt vielleicht eine Kombo. Das war vielleicht eine Kombo. Muntier. Gefährlich. Aber mal gucken. Oh Gott, jedes zieht mit 10 ab. Und eine ganz schöne Menge. Viermal getroffen auch noch. Hm. Okay, das ist mir zu doof. Viel Spaß dabei, Ariyama. So, Überwurf. Okay, Muntier kann auch aufruhen, das wusste ich gar nicht. Aber das müsste ihn etwas besänftigen. Und damit wäre Astrainer Rebecca ebenfalls besiegt. Und das war es dann schon wieder mit dieser Folge. Wir haben jetzt 15 Pokémon im Pokédex, fast 10 Stunden Spielzeit. Jo. Müsste auch schon über Folge 30 sein, oder zumindest ungefähr Folge 30. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.